Dr. Mortz ist ein mörderischer Mediziner. Das zeigt eine kriminelle Energie, die ist wirklich bemerkenswert. Die Geschichte klingt eigentlich wie ein Thriller aus Hollywood. Ein Doktor aus dem Odenwald ermordet zweimal aus Habgier, um an Geld zu kommen. ...1984, zwei Tage vor Silvester. Es ist ein kalter Wintertag. Gegen 15 Uhr geht bei der Freiwilligen Feuerwehr in Höchst im Odenwald eine Brandmeldung ein. Eine Arztpraxis brennt. Jürgen Hild ist einer der Ersten am Tatort. Wir haben die Scheibe eingeschlagen mit einer Axt. Und über die geöffnete Scheibe sind wir dann in das Gebäude rein. Und haben sofort gesehen, hier ist irgendwas faul, hier stimmt was nicht, weil das war alles mit Papier ausgelegt. Wir sind dann in den Räumen rum, haben erkundet und haben festgestellt, oha, da ist ein Elektrokocher installiert mit einer Zeitschaltuhr. Von diesem Kocher aus ging eine Schwarzpulverspur in die verschiedenen Räume. Wir haben gesehen, verdammt, da ist ja ein Loch in der Wand. Und das Papier mit der Schwarzpulverspur führt durch das Loch durch in den eigentlich ein anderes Gebäude. Ja. Wir haben dann in dem Wohngebäude den Hauseigentümer leblos neben seinem Bett vorgefunden. Der Tote ist der Vermieter des Arztes Dr. R. Der 37 Jahre alte Orthopäde zeigt sich vor der Polizei geschockt. Werner Kettner ist damals der Ermittler. Noch am Abend des Brandes erschien dann auch der Dr. R., der die Arztpraxis betrieben hatte. Und er war dann furchtbar erschüttert. Also seine ganzen schönen Geräte und Räumlichkeiten, wo er Geld investiert hatte und die Praxis sei so gut gelaufen seit einem Jahr. Ein echter Schock oder doch nur ein Schauspiel? Seine damalige Arzthelferin Eva Maria, ihren Nachnamen möchte sie nicht preisgeben, erinnert sich. Hat er sich so ganz theatralisch auf die Treppe vorm Gebäude gesetzt und die Hände vors Gesicht gehalten und fing dann furchtbar an zu weinen. Und ich weiß nicht, was mich da gerührt hat. Jedenfalls habe ich dann zu meiner Kollegin gesagt, dieser Schauspieler, das stimmt doch hinten und vorne nicht, was der uns da vorspielen will. Und dann tippte mich ein Kriminalbeamter von hinten auf die Schulter und sagte, was haben Sie denn da gerade von sich gegeben? Die Ermittlungen beginnen. Der tote Vermieter erstickt an einer Blutung in der Nase. Doch eine Fremdeinwirkung kann erst einmal nicht festgestellt werden. Dr. R. gerät in den Fokus der Ermittler. Seine Praxis lief gut, doch er wird auch immer habgieriger. Das erste halbe Jahr war sehr angenehm zu arbeiten, aber dann fing die Stimmung an zu schwanken. Er hatte dann mehr so den Fokus aufs Geldverdienen gelegt und hat so einen Eindruck gemacht, so er wäre halt ja der König von Höchst und gibt sich dementsprechend auch mit neuen großen Mercedes kaufen und ja, wie gesagt, teure Gemälde und Skulpturen und großen Perserteppich im Entree und lauter solchen Dingen. Er wurde auch sehr schnell jähzornig, sehr laut. Kurz vor dem Brand hatte der Arzt eine Versicherung zusätzlich abgeschlossen, nochmal erhöht. 1 Million fürs Inventar und 600.000 Betriebsausfall. Und was dann noch bemerkenswerter war, das Ganze hat er bei 2 verschiedenen Versicherungsgesellschaften, also quasi doppelt abgeschlossen. Es ergab sich dann so der erste Tatverdacht, dass da wohl was nicht stimmen könnte. Doch die Ermittlungen stocken. Nur Indizien, keine Beweise. Staatsanwalt in dem Fall ist damals Manfred Maurer. Für mich lag eindeutig auf der Hand, dass Dr. R. nicht nur versucht hat, seine Praxis anzuzünden, um doppelte Versicherungsleistungen zu kassieren, sondern für mich war auch klar, er hat die Tötung Buchhammer vorgenommen. Ich wusste nur nicht, wie. Erst Monate nach der Tat kommt wieder Bewegung in den Fall. Bei erneuten Untersuchungen finden Gerichtsmediziner ein entscheidendes Detail, das Dr. R. letztendlich doch noch vor Gericht bringen wird. Ich erinnere mich noch sehr gut
an den Tag, an dem ich einen Anruf bekommen habe von der Gerichtsmedizin in Frankfurt. Herr Maurer, wir haben jetzt die Erklärung. Wie konnte Dr. R. als Mörder überführt werden? Und wie konnte es doch passieren, dass er Jahre später nochmal jemanden umbrachte? ARD Crime Time auf den Spuren von Dr. Mord.